Hallo Fans und Freunde der Vienna, ich bin gerade am Weg zu einem weiteren Interview oder besser gesagt zu einem Fangespräch und darauf freue ich mich schon sehr, denn er ist ein langjähriger Vienna-Fan. Ich hoffe, tolle und interessante Vienna-Anekdoten zu hören. Also schaut euch das an, wird sicherlich ganz toll werden. Bei dem herrlichen Wetter freue ich mich auch schon auf kommenden Freitag, das nächste Heimspiel gegen ASV 13, einen ja, recht attraktiver Gegner auf der Hohen Warte. Und meine Lieben, es gibt wieder ein Fan-Fotobuch-Shooting. Bitte an alle, die sich noch nicht fotografieren haben lassen von mir, meldet euch recht zahlreich, damit wir wirklich viele verschiedene Leute und natürlich auch Geschichten zusammenbekommen für dieses Fotobuch. Ja, hier irgendwo steht mein Auto. Ich hoffe, ich finde die Kiste demnächst und dann geht's ab zum Interview. Also, bis später. Kanon Vienna. Hallo liebe Vienna-Fans, heute gibt es wieder ein Gespräch. Dieses Mal mit dem Franz Hundsdorfer, ein Vienner Urgestein, die meisten werden die Hohen Warte kennen. Franz, danke für deine Zeit, dass du mich hier empfangen hast und ich bin einmal ganz sprachlos über das kleine Vienna Museum, über die, ja, über die Fahne, über natürlich die alten Dressen, ganz, ganz herrlich. Bitte, lieber Franz, erzähl uns einmal ganz am Anfang, wie bist du dazu gekommen, ja. Wie ist das entstanden, Vienna-Fan zu sein? Nein, es war so, mein lieber Vater war schon Vienna-Fan und er hat mich immer auf die Hohe Warte mitgenommen. Aber ich muss sagen, ich war da noch gar nicht so richtig, so mit 8, 9 Jahren war ich da noch gar nicht so richtig, habe ich das noch gar nicht so registriert, die Vienna. Ich bin dann, da im 5. Bezirk aufgewachsen bin, bin ich da mit, habe ich mehr mit der Wacker zu tun gehabt, weil da habe ich mich in den 63 oder 61, ich weiß nicht genau, und bin in Endstation und da habe ich im Stiegenhaus, habe ich können ins Stiegenhaus gehen und da habe ich halt die Match zugesehen und weil das hat nichts gekostet, weil das Geld habe ich nicht gehabt und da habe ich mir halt eigentlich mehr Wacker angeschaut, aber nur wenn mich mein Vater geholt hat, bin ich mit ihm auf die Hohe Warte gegangen. Sekern, wann war das? Das war, das dürfte so um die 1959, so in etwa, glaube ich, wird das gewesen sein, 59, 60. Und es war dann so, 61, 62, ich habe gern Fußball gespielt und ich war eigentlich ein recht guter Tormann und habe im 5. Bezirk im Bacher Park habe ich immer im Fußball war ich Tormann und eines schönen Tages kommt ein älterer Herr und fragt mich und zwei andere, wollt ihr nächste Woche auf die Hohe Warte kommen und einmal mit trainieren und ich war gleich angetan, ja, habe meinen Vater angerufen und habe gesagt, Papa, nächste Woche bin ich und der hat eine große Freude gehabt. Und ich habe da mittrainiert und wirklich, mich haben es genommen. Ja, und seitdem bin ich natürlich Vienna-Fan. Ich habe da zwar ein paar Mal gespielt, habe natürlich dann Einladung bekommen, dass ich weiterkomme auf die Hohe Warte. Aber ich hab, da habe ich dann zum Lernen mit 14 begonnen und das war dann nicht mehr, durch meinen Beruf ist das eigentlich nicht mehr gegangen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war zwar ein recht talentierter Tormann, aber die Nerven haben immer einen Streich gespielt. Ich bin erst immer ruhig geworden, wenn ich 2 Tore gehabt habe. Mhm. Da bin ich dann ruhiger geworden. Dann haben sie mich in der Pause eigentlich austauscht. Aber es war, aber seitdem, das hat mich dann geprägt. Seitdem bin ich Vienna-Fan und eigentlich Vienna-Narr. Das ist meine große Liebe. Dein Papa war ja Vienna. Der war auch ein Vienna-Fan, aber der ist 65 Jahre verstorben. Aber er war wirklich, also ich habe ihn immer so beobachtet und da habe ich immer gesehen, wie er mitgeht bei dem. Und das wurde mir dann auch gesagt, also von meinem Sohn, dass ich das auch mache. Okay. Ja, ja. Wie ist das Gefühl jetzt, wenn du das vergleichst, damals, wie du gegangen bist in die 60er, 70er Jahre und jetzt heute? Wie ist das Gefühl auf die Hohe Warte mit der Vienna? Ich finde es ganz toll. Ich finde es ganz toll durch unsere Anhänger, durch die Supporters, die den Verein so unterstützen.
das gefällt mir so gut. Das hat es leider zu meiner Zeit nicht gegeben. Da ist ja dieser eigenartige Witz. Da, wann spielt die Vienna? Na, wann wollen sie kommen? Ich kann nicht lachen, aber oh, den Witz habe ich gehasst. Aber und wirklich, wir haben so eine herrliche Fanszene, was mir wirklich sehr, und ich habe auch Riesenfreude, dass man so eine Unterstützung gibt für die. Ich sehe ja doch viele Gegenstände. Ja. Ich habe natürlich auch schon den Service bewundert und natürlich auch die alten Dressen. Ja. Wann ist das entstanden, dass du das so gesammelt hast? Immer schon oder kam das später? Es war so, eigentlich gesammelt habe ich eigentlich früher gar nicht. Ich habe nur immer Zeitungsausschnitte und die habe ich halt geklebt. Da habe ich ein paar, leider ist das jetzt nicht... Das ist von 78, 79, aber ich habe von 62 oder 64 habe ich ganz was Tolles. Noch von Karli Koller und Hansi Butzek. Und da habe ich mir immer die Unterschrift nachgeholt. Mir hat sogar auf der Hohen Warte, mir hat der Koller Karli hat mich eingeschossen und der Butzek Hansi. Und neben mir im Tor ist mein großes Vorbild, der Kurt Schmidt, ist neben mir gestanden. Und der Karli Koller fragt den Schmidt, na, wie wird er denn? Ich habe aber gar nicht, weil ich wollte das gar nicht, seine Meinung, weil ich war ja doch aufgeregt und da war ich vielleicht, aber es war ein Erlebnis für mich. Bis wohin ist deine Karriere gegangen bei der Vienna? Ich habe noch gespielt mit unseren, einer der größten Talente, den Gerhard Böhmer, der dann nach Belgien, nach Charleroi, und dort die Tochter vom Präsidenten auch geheiratet. Das war privat, aber das war einer der besten Fußballer. Leider hat wieder die Admira hat unseren wieder weggeschnappt, unter anderem, ja. Mit dem Persidis Peter. Oh. Ich war in der C-Knaben und der war in der B-Knaben und auch der Böhmer Gerhard. Okay. Und dann hat es einen Streifwalter, der auch eine rechte Karriere auch gemacht hat, der auch. Okay. Ja. Also du bist bis zur C-Kategorie? Ja, ich bin. Warst du nicht so ambitioniert oder hat dich das nicht so interessiert? Oder? Nein, eigentlich wegen meinem Beruf und ich habe dann nicht mehr, mit 14 habe ich zum Lernen begonnen und das habe ich nicht mehr unter einen Hut gebracht. Es gibt ja noch Hunsdorfers, die auch auf die Hohen. Ja, natürlich meine zwei Söhne. Eigentlich sind beide Wiener Fans, aber der Nick ist sogar der ist schon sehr fanatisch, möchte ich sagen. Er sieht die Wiener sehr, sehr gerne. Das ist für ihn eine Herzensangelegenheit, die Wiener. Aber es war nicht immer so. Ach so? Es war so, ich glaube, irgendwann, da war die Vienna auch nicht so gut. Kommt er eines schönen Tages nach Hause und sagt, Papa, ich möchte kein Vienna Fan mehr sein. Ich wäre jetzt Wacker Innsbruck Anhänger. Okay. Sag ich, okay, gut, aber eines sage ich dir, das Taschengeld ist gestrichen. Und das hat sich dann auch erübrigt. Aber ich muss dann sagen, er ist dann wirklich ein richtiger Wiener, wirklich ein Fan. Also man wird ihn ja eh kennen. Ja, und ja. Frage zu dem Service. Ja. Wie kommst du zu einem original Wiener Service? Ja. Es war so, ich habe die Wiener eigentlich finanziell habe ich sie nie unterstützen können. Leider da habe ich zu wenig. Da ich ja Handwerker war, Maler und Tapezierer, also habe ich mich angeboten dem Verein, wenn ich es unterstützen kann, dass ich ausmal die immer da unten bei die Jugendräume, die
Das also im Stadion die Räumlichkeiten? Immer im Stadion die Räumlichkeiten, ja. Und das war eine Herzensangelegenheit, dass ich das für einen Verein machen habe können. Ja, und wegen dem Service. Da war einmal also die Frau vom Platzwart, ich muss sagen, es tut mir ein bisschen leid jetzt, weil sie verstorben ist. Sie hat gerne einen Schnaps getrunken. Ja. Und da habe ich einen Schnaps mitgebracht und hat gesagt, na was will ich? Sag ich, na was hast du denn? Hast du vielleicht Dressen, hast du Fahnen oder hast du irgendwas, was von der Wiener, dann wenn du mir das gibst, da machst du mir die größte Freude. Ja? Und wirklich hat es mir das Service gegeben und ich glaube, die habe ich auch von ihr bekommen, diese tolle Fahne, also die ziemlich... Wann ungefähr schätzt du, ist die Ja, Kälte? Ich glaube, ich kann es nicht so, aber es ist von die 60er Jahre, würde ich sagen, von die 60er Jahre und ja, die passe ich sehr auf. Muss man, ja. Sollte hinter Glas, aber... Die Farben sind auch so wunderschön. Ne? Das ist ja. So ein schönes Gelb und dann so ein schönes Blau. Naja. Und noch roter Ball, also das ist ja sehr alt. Ja. Und die ganzen alten Dressen da noch. Ja. Das muss ja 80er ungefähr gewesen sein. Nein, das war beim Krankel. Angeblich sollte es der Krankel getragen haben. Aber bitte, ich kann das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Das angeblich, es ist der Neuner drauf, angeblich soll es vom Krankel sein. Ja. Aber diesen Herrn hier hinter dir im Bild, den kennt man ja noch. Selbst heute noch bei der Wiener spricht man über ihn. Ja, den Mario Kempes, der war ganz lieb, ganz sympathisch. Da ist mit meinen Söhnen, hat er sich da, habe ich ihn da fotografiert, auch den Ernst Loschek, das war der damalige Trainer. Und dann habe ich es können fotografieren. Mhm. Und der war auch ganz nett. Und dann hier. Hast du den Spiel gesehen, den Hans Krankel? Ja, freilich. Ja, ich habe da sogar ausgeschnitten auch. Gibt es einen lieben Wiener Fan, der da den rauf, also der Krankel ist da den Gitter rauf und der ist von der anderen Seite gekommen, ein Wiener Fan. Und der hat mich nämlich gefragt, ob ich dieses Bild kenne. Ja? Ich weiß leider nicht den Namen. Und ich habe mich entsinnt, dass ich dieses Bild habe in meiner Kollektion, da, was ich so ausgeschnitten habe. Mhm. Und habe es ihm dann gezeigt. Ja. Naja, das war, leider sind wir auch da abgestiegen in der Saison, obwohl der Krankel, dann Richard Blachut hat da gespielt, der Pole. Aber wir haben es nicht geschafft. Aber ja. Es geht immer weiter, oder? Naja, es geht zwar weiter, aber es wird sehr schwer. Und was brauche ich denn für erzählen über die letzten Präsidenten und so? Da braucht man gar nicht viel. Mir hat gefallen vor ein paar Jahren, wie die Tribüne voll war und man gesehen hat, wie viel so man auch, was man so taugt hat, so circa 40, 50-Jährige oder sagen wir so 30 bis 50, die mit Schals kommen und Kappeln aufhaben im Blau-Gelb. Und das hat man, da hat man schon das Herz gelacht. Und da haben wir gedacht, dann wäre mein Vater gedacht. Das hat ihm gefallen. Ja. Das ist auch, immer wieder hört man ja auch diese unterschiedlichen Kulturen oder unterschiedlichen Gesellschaftsstrukturen, die sich auf der Tribüne wiederfindet. Ne? Ja. Da hast du ja wirklich die unterschiedlichsten von Studierten bis zu Arbeitern und alle. Ja, das ist sicher, finde ich, sehr schön, sehr gut, aber ich finde, man sollte die Politik ich möchte es gern, dass man das ausklammert oder so die Politik auf der. Das sollte doch mehr ein Vergnügen sein. Richtig, ja, und nicht auf politisch und ja. Also da habe ich von 62
63 und da habe ich halt immer, das sind zwar schwarz-weiß Bilder, da sieht man den Hansi Butzek und da habe ich natürlich gelb und blau und koloriert. Ja, koloriert und natürlich da, das war damals so. Hansi Butzek, wie er noch bei uns gespielt hat, und das ist dieser Wieger, der Herbert Wieger. Und das, wie die dann weg waren, muss ich wirklich sagen, da ist dann bergab gegangen. Ja. Bist du ab und zu mit Butzek, wenn du ihn siehst? Ist, ja, nein, ich bin noch immer sehr, sehr angetan und da sage ich zwar nicht Hansi, sondern Herr Butzek, selbstverständlich. Da sieht man im blau-gelben Dress. Mhm. Ja, super. Da haben wir einen gewissen Probst gehabt, also, der auch. Dann hat bei uns, da ist er noch im Dress von der Austria, wie er halt dann am Absteigen Nost war, ist der Horst Nemetz. Hat dann bei uns auch gespielt, da ist er heute noch im Austria, da ist der Klaus Hofer, der Kohler Karli. Mhm. Also das war halt für mich ein großes, das war mein großes Vorbild, der Schmidt Kurti. Mhm. Da, ja, das war im Wiener Stadion, da war ich dabei, da haben sie uns auch leider, da war ein klarer Elfmeter, was nicht gegeben haben, aber bitte. Der Abstieg damals, das weiß ich jetzt nicht genau, war 67, glaube ich, oder irgendwo haben wir einen Abstieg und das da habe ich sehr gelitten. Also, aber umso mehr muss man bewundern, jeden Fan, der so wie du. Ja, na, freilich trotzdem. Und das ist es ja. Also, ich lese da jetzt auch da im Internet, also, dass manche. So im Wiener Forum da schreiben, naja, die Wiener, also da, aber da gibt es auch, die schreiben, ich bleibe ein Wiener, wenn ich ein Wiener-Anhänger bleibe, wenn ich auch in der zweiten Landesliga, muss man halt durch. Ja. Und hoffen wir es, dass wir es schaffen. Du hast mir schon mal erzählt, dass du in der weiteren Familienkreis ja einen ganz bekannten österreichischen, richtig, aktiven, ja, Fußballspieler hast, der ganz kurz mit der WM etwas zu tun, ja, hatte. Der David Alaba, seine Tante ist meine Schwiegertochter. Und ja, der war, ich weiß es nicht genau, entweder 3 Wochen oder 3 Monate, irgendwas mit 3 war, hat er bei der Wiener trainiert. Und leider mein großer Fehler ist, dass ich ihn da nicht genommen hat und dass er immer von Aspern auf die Hohe Warte und wieder zurück. Das war mein großer Fehler. Ja. Glaubst du, dass seine Karriere dann so weit gegangen wäre, wenn er bei der Wiener angefangen hätte? Das weiß ich nicht. Kann, ja, man schwer, das kann man schwer sagen. Ich muss ehrlich sagen, denn der Vater vom David, die waren sogar so gescheit, dass sie sogar, die Austria haben nicht den Zugriff gehabt, dass da ein riesen Ablöse für ihn bekommen. Weil die, ja, wahre Karriere hatte dann bei Bayern, ja, München. Ja, genau. Das war, ja, ja, ganz anderes, ja, ja, Kaliber, ja, als die Wiener. Aber die Wiener hat er doch. Er war bei uns, weil ich habe mit seiner Mutter gesprochen und gesagt, Gina, stimmt das wirklich? Und sie hat gesagt, ja, er war bei uns auf der Hohen Warte, aber jetzt weiß ich nicht, waren es 3 Wochen oder 3 Monate hat er mittrainiert? Ich kann es nicht sagen. Kurze Zeit. Kurze sehr, Zeit, sehr kurze, ja, Zeit. Zu kurz, ja, ja. Du hast ja da einen ganz besonderen Schal, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ja, na, das ist, soll auch, der ist uralt, der muss aus den 60er Jahren sein, so in etwa. 60. Das ist vom Material her, ja, keine Frage. Ich kann es nicht, bitte, ich kann da überhaupt nicht irgendwie. Aber ich weiß, den habe ich schon sehr, sehr, sehr lange. Ja, aber aus den 60er Jahren. Aber mehr. Bei dir muss alles blau-gelb sein, ist das? Alles. Ja. Wenn ich, darf ich dir die Geschichte erzählen von meinem Sohn? Ja, freilich. Ja. Und zwar. Wenn ich irgendwas Blau-Gelbes gesehen habe, das habe ich sofort gekauft. Und eines schönen Tages, ich habe wieder ein blau-gelbes Leiberl gehabt, sage ich, Niki, das ziehst du jetzt an. Sagt er, Papa, immer muss ich Blau-Gelb tragen, ich möchte mal eine andere Farbe. Ja, und ja. Aber das Taschengeld hat er behalten dürfen. Das hat er, freilich, ja. Wir bekommen Besuch und ich habe mir gedacht, ich tue heute die Wiener Tassen auf, die Tassen. Und
der Besuch ist schon im Vorzimmer und ich denke mir, Jesus, nein. Wenn die mir irgendeine so eine Schale zerschlagen oder so, dann das ist, bin ich untröstlich. Und da weiß ich noch, da im Vorzimmer bin ich schnell, habe es weggeräumt und habe sofort das andere Geschirr genommen, dass ja nichts mit dem Geschirr passiert. Das heißt, dieses Service, das Wiener Service, wird nie verwendet. Das wird nie verwendet. Das ist nur zum Anschauen. Weißt du eigentlich, wozu das gemacht worden ist? War das zum Freiverkauf oder war das nur für die Warte? Das weiß ich eigentlich nicht. Das kann ich nicht sagen. Das hat damals der Generaldirektor Krause hat das eigentlich hat das organisiert. Also dass das. Naja, es gibt ja eine Geschichte, und zwar da ja mein Vater hat mir die 2 Exemplare damals gegeben und ich habe aber diese 2 Exemplare verschmissen, ich weiß es nicht, ja. Und er war dann, weil er hat mich darauf angesprochen und wo ich die habe. Und sage ich, Papa, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wo die hingekommen sind. Da war er ein bisschen böse auf mich. Aber irgendwann einmal in die 80er Jahre war eine Kunde, die Frau Winheim, die Mutter von Wolfgang Winheim und die Großmutter von unserem ehemaligen Wiener Spieler, der sich dann sehr schwer verletzt hat, und war eine Kunde von mir in der Silbergasse. Und sie sagt zu mir, wissen Sie, Herr Hundsdörfer, mein Mann war ja bei der Wiener, war er Finanzreferent und wirklich hat es mir gezeigt und ich sehe das und ich denke mir, mein Gott, na, das möchte ich haben. Habe ich zur Frau Winheim gesagt, Frau Winheim, wissen Sie was, wenn Sie mir das geben, dieses Heft, dann mache ich Ihnen das Ihr Vorzimmer kostenlos, also nur für dieses Heft. Die war nicht damit einverstanden, nein, Herr Unsdorfer, das ist mein einziges und das hebe ich mir auf, das ist mir. Und dann zu dem Heft bin ich gekommen, ein Nachbar von mir hat im Internet hatte das gesehen und gibt mir, sage ich, ich habe da was für die und ich habe das gar nicht so registriert und irgendwann einmal, ein paar Tage später, schaue ich mir das, auf einmal sehe ich, das ist verkäuflich in Korneuburg eine Firma. Ich habe natürlich sofort angerufen und habe gesagt, wann kann ich kommen, ich hätte es gern. Was kostet das? Und ich weiß nicht, was, 100 Euro oder irgendwie so ähnlich, ja, 70 Euro, glaube ich. Ich habe mich sofort ins Auto gesetzt und bin sofort, dass mir das ja niemand, und wirklich habe ich es bekommen. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn der gesagt hätte, 200 oder 300 Euro, das wäre es mir wert gewesen. Ist es wirklich so emotional, dass ja, das alles ist sammelt, auch diese ganzen Hefte und Schals und... Freilich, aber gegen Michael Zeschka ist das ziemlich arm, was ich da eigentlich habe. Ja, ja, aber es ist trotzdem eine schöne Erinnerung. Man hat etwas Haptisches. Ich weiß eh nicht, ich werde meinen Sohn fragen, etwas liegt mir sehr am Herzen. Ich bin ja durch meinen Beruf als Maler eigentlich nur Wände malen, oder? Aber ich habe mich einmal aufgerafft, da meine Emotionen da freien Lauf lassen, weil ich bin ein Hundertwasser-Fan und 2002 ist uns natürlich auch schlecht gegangen und da habe ich mir gedacht, das muss jetzt raus und da habe ich die Hohe Warte gezeichnet und mit irgendwie 100 Wasser Style und dann habe ich noch geschrieben, das Bild heißt, wer rettet meine Vienna und das ist draus mein einziges Bild, was ich gemalt habe. Und das hoffe ich, wünsche, wenn ich einmal niemand mehr bin, dass er das aufhebt. Das ist eigentlich mein Wunsch, aber ein echter Hundsdorfer, der muss ich hinhängen. Ja. Sehr schön. Den hat der Karli Decker, ich wurde überrascht, zu meinem 50er, beim Heurigen, auf einmal geht die Türe auf und der Karli Decker kommt und
natürlich und haben wir geplaudert und da habe ich ihn halt gefragt, wie das war bei der Vienna und wie das war über alles über die Vienna halt. Mhm. Und da hat er dann uns signiert den Wimpel. Ja. Sehr schön. Ja, der ist auch ein ziemlich altes Stück. Die Zukunft der Vienna. Ja. Wie siehst du mit der langjährigen Erfahrung die Zukunft der Vienna? Ja, ich kann da eigentlich nur, ich wünsche mir und ich hoffe, dass wir das was schaffen, dass den Verein dann noch gibt. Und eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird von Leuten, die außerhalb der Vienna sind, ist, wie schaut denn das mit den Fans aus? Wir haben Regionalliga gespielt, jetzt spielen wir fünfte Liga in der zweiten Landesliga. Werden die Fans wiederkommen oder bröckeln die schon langsam weg? Was würdest du darauf sagen? Ich wünsche mir und hoffe mir, dass die, was jetzt eigentlich jetzt ist nur mehr der harte Kern von 250, 300 Fans. Ja. Aber ich weiß, ich habe das Gefühl gehabt, das waren mindestens also 600, was auf der Hohen Warte, auf der Tribüne, auf der harte Kern waren sicher 600 Zuschauer, also Fans. Aber du glaubst nicht, an den Fans wird es nicht liegen, also die kommen? Ich glaube nicht, das wird der harte Kern wird bleiben, dass man die halt wirklich halten kann. Also ich kann da nicht sagen, ich würde, wenn die Vienna in der Schutzgruppe spielen würde, würde ich auch gehen. Also ich bin kein Maßstab, ja. Aber das ist ja das Bewundernswerte an der Vienna, dass es der Vienna jetzt immer wieder schlechter und dann teilweise sogar noch schlechter gegangen ist und trotzdem kommen recht viele Leute auf die Warte, weil andere Vereine, die in der Liga spielen, spielen vor 30 Leuten, ja, richtig. Wobei die Hälfte die Verwandten der Spieler selber sind und es wird fleißig gesungen, es wird Fahnen geschwenkt. Ja, ganz toll, ich finde es. Ich will wirklich, es ist ganz, ganz... Es ist wirklich wunderbar, dass es bei uns diese Fans gibt, die so engagiert sind. Also weil ich auch gerade das Buch sehe vom Alexander Jurasse, Blau-Gelb ist mein Herz. Ja, ganz ein toller. Da steht ja auch drinnen, dass die Vienna einer der ersten waren, die eigene Fan-Texte hatten und Lied und natürlich sehr viel Englisch gesungen wurde. Ja, ja. Aber was das auch mein erstes Empfinden, wie ich dann wieder öfters auf die Warte gegangen bin, ist dieses Durchsingen, dieses wirklich interessante Choreografie und so weiter. Ja. Und es gibt ja viele Vereine, Neusiedl zum Beispiel und Sportclub sowieso, die ja extra sich gefreut haben, wenn wir gekommen sind, also wenn die Vienna gekommen ist. Ja. Die haben sogar noch Musik organisiert. Und Neusiedl kann ich nur bestätigen, war ich ein paar Mal hier unten und die spielen Yellow Submarine. Also ganz, ganz toll. Also die sind mir auch sehr sympathisch, muss ich sagen, Neusiedl. Und ich glaube, das macht ja auch Spaß und wir hoffen, spielen wir bald wieder gegen solche Gegner, die auch so Respekt haben. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Ne? Nicht nur dieser harte Wettkampf und dieses harte Berufsleben, überlebt die Vienna finanziell oder nicht, sondern es gibt ja noch einen zweiten Aspekt, nämlich den emotionalen. Und das bist ja du das beste Beispiel dafür. Ne? Du und das nicht nur sammeln, sondern dass man auch wirklich so diese Begeisterung hat, über 50, 60 Jahre lang. Ja, kann man sagen. Bis die Vienna auch teilweise das Wasser mehr als bis zum Hals gestanden. Ja, wirklich. Also ich kann das nur bestätigen. Ich habe oben gearbeitet und da haben sie nicht einmal, die haben nicht einmal einen Lack gehabt, weil es hat uns eingetreten, irgendeine Mannschaft, ich glaube eine Lustenauer Mannschaft, irgendeine Türe eingetreten und auf der Warte, ja. Und die habe ich dann hergekriegt und dann habe ich mir gedacht, naja, dass ich einen Lack halt, haben sie nicht einmal das Geld gehabt, dass ich den Lack, sag ich, nein, den besorge ich dann schon. Ich meine nur, ja. Das ist das Besondere, glaube ich. Ja, dass der Vienna-Fan sagt, ich brauche kein Geld, ich brauche auch jetzt, ich muss ehrlich, ich habe nie ein Geld verlangt, nicht einmal fürs Material. Das habe ich alles aus meiner, ein Anliegen ist. Aber wegen dem, da brauche ich kein Geld. Stirbt diese Generation aus oder ist das Charaktersache? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin überzeugt, dass sicher genug Vienna-Fans gibt, die den Verein sich auch, ich meine, bist ja ein Paradebeispiel, also brauchen wir ja gar nicht dazu. Nein, die gibt es schon.
Aber es ist halt vielleicht dünner gesät. Ja, oder es muss sich halt besser organisieren. Vielleicht, ja. Auch gut, mit den Supporters ist ja da schon viel getan worden. Ja, die sind wirklich, gefällt mir sehr. Wirklich, das war schade, dass zu meiner Zeit, also meiner Jugend, das noch nicht gegeben hat, also eine Fanunterstützung. Bist du Mitglied? Ja, freilich. Ich habe ja gesehen, darf ich das Ganze noch ausgraben, es gab ja auch früher so, Fan- Mitgliedskarten. Mitgliedskarten, ja. Das ist ja wunderbar. Ja, ja. Natürlich, 70er Jahre. Die war von meinem Vater. Von meinem Herrn Vater. Seine, und das ist dein? Und das ist meine, ne, da ist in super. Jugend. Und da ist brav jedes Jahr gestempelt? Ja, gestempelt worden, ja. Du bist dabei? Ja, ich bin dabei, selbstverständlich, ja. Das ist sehr schön. Ja, das macht sich ja auch stolz, das ist etwas Besonderes. Ja. Toll. Franz, ich danke dir für deine Zeit. Ja, danke. Und ich hoffe, wir sehen uns noch recht zahlreich auf der Warte. Ja, ich hoffe, ja.